Wir müssen runter machen, dass wir auch hier ein bisschen zu viel Personenverkehr ist, dass wir Angst haben, zu viel aufnehmen. So, es gibt da noch was Neues, was uns eingefallen ist und was ziemlich sicher ist. Wir haben auch ein bisschen unter die Kurve nachgefahren. Man muss da immer ein Thema wissen, worüber man dann nachdenken und die Hände funktionieren ein bisschen besser. Und die Sperren scheinen ein bisschen nachzulassen. Und es ist so, ich konnte ja 6 Jahre und 1 Monat nicht gehen. Also ich kann ja. Also 2005 ging es los, im September 2005 ging es los und es hörte, glaube ich, auf im Oktober oder im November 2011. Ne? Mhm. Konnte ich nicht gehen und musste immer ganz schön hinken und habe riesige Probleme gehabt. Und jedenfalls ist es so, dass wir gemerkt haben, wir kamen ja nirgendwo hin und ich musste mir entschuldigen, dass ich nicht gehen konnte. Da war meine Frau ja immer da. Ich war ja nicht mit, also das ist ja erst seit 2009, wo wir beide hingehen. Sonst ist meine Frau hingegangen zum Jobcenter, beziehungsweise zum Sozialamt, und da sind sie immer nur dumm. Da muss sie natürlich mit, dass überhaupt was läuft. Heute denke ich, meine Frau war gar nicht da, wurde unter Hypnose gesetzt und zurückgeschickt. Aber wir haben immer kein Geld gekriegt, deshalb musste ich immer mit. Man wollte uns denn zwingen, ab 2005 wollte man mich zwingen, dass ich einen Rollstuhl nehme, damit ich überhaupt zu erreichen bin. Also, das hat wirklich was ausgelöst. Höchstwahrscheinlich hat man auch mein Bein verstrahlt, immer wieder, weil ich habe auch keinen Haarwuchs an dem Bein. Aber auch an dem anderen Bein kein Haarwuchs. Und es war auch ab und zu mal das andere Bein. Ich habe mich gewundert, dass man plötzlich nicht mal das andere war. Und ich dann anders humpeln musste. Man wollte das. Man wollte mir wahrscheinlich suggerieren, dass ich im Rollstuhl muss. Und das wäre denen auch lieber gewesen, dass ich im Rollstuhl muss und nicht mehr so kam, weil die wollten ja nur mal hier haben. Aber sie müssen hier so viel bewegen und so viel erzählen. Dass wir auch in New York waren und so, dass wir noch überall hingekommen sind, haben wir uns Schreck gekriegt. Mhm. Das gefiel ihnen gar nicht. Das war für sie immer viel, viel mehr Arbeit und immer aufpassen. Weil wir wissen ja heute, dass die Justiz und Polizei zwar im Moment nicht viel tut, aber sie tut nicht gegen uns. Sie hat nach was draufgekriegt. Und das musste man vermeiden, deshalb haben sie immer uns vor. Also ihren Kranken gegeben. In Rostock hat man vorher die zwei gegen uns. Da sind ja alle gegen uns. Ja, ich möchte mich entschuldigen, dass es nur nach unten halt, aber hier laufen einfach zu viel zusammen. Wir, jedenfalls sind das jetzt unsere Gedanken und unsere Gedankengänge und ich wundere mich nicht mehr, weil das war so, dass die Behinderten im Jobcenter West uns dann mit aller Gewalt also mir einreden wollte, dass ich dann Rollstuhl war. Also man wollte, dass ich bewegungsunfähig war. Sofort wäre es bei mir schlimmer geworden. Sofort wäre ich vielleicht noch fetter geworden und endlich hätten sie mich gehabt im Rollstuhl und ich wäre dann nie wieder rausgekommen. Also da war irgendwas und jetzt haben sie sich natürlich gefreut. Jetzt haben sie es eben so lange gehalten und dann haben sie sich natürlich wohl mehr befreit. Und dann ging es mit meinem Bein ja besser, weil ich ja auch, weil wir die Fenster haben. Ich weiß nicht, Sie müssen mal nachlesen, mal einzeigen. Ich glaube, wir haben erst im April normal die Fenster. Also da gemerkt haben die Atmen jedenfalls an. Auf jeden Fall müsste die Begasung damit zu tun haben und auf jeden Fall hat es damit zu tun, weil sie kommen dann gar nicht mehr bestrahlen oder extra behandeln. Das müsste wehtun. Dann ist es ein bisschen besser geworden. Es tut mir jetzt immer noch weh, aber damals tat es mir immer so weh, dass ich einfach nicht aufstehen konnte. Wenn ich so gedacht habe, war es einfach zu leicht. Und immer wieder musste ich ungefähr so alle 10 Meter eine Pause machen, weil mir das so weh tat, dass ich erstmal entlasten musste mit dem anderen Bein. Und das Bein war ja auch viel dünner, weil ich 6 Jahre nicht richtig benutzt habe. Also aber ich glaube, diese Gedankengänge sind alle ein bisschen weit hergeholt. Ich hoffe, eine schöne Rollstuhl haben, jetzt kann ich wieder rein. Oder wie siehst du das? Ja, so sehe ich das auch, oder genauso. Also das würde ich als Nachtrag mal so stehen lassen wollen. Ja. Oder? Ja. Weil das ist so, das muss man sich mal überlegen. Und auch das andere, was ich noch nicht sage, das haben wir wahrscheinlich ziemlich doll. Wenn wir haben so ein bisschen was ich weiß, habe ich da nicht weiter mit beschäftigt. Ich kann das jetzt auch erst analysieren, weil wir da nicht mehr so viel einatmen müssen. Wir haben ja auch gesagt, wir atmen diese ganzen Schadstoffe ein im Moment. Wenn weniger Narkotika alles, also wir haben immer wieder Schadstoffe rein. Wir hatten gestern so eine Wut, dass uns ganz, ganz toll was reingehauen haben. Und jetzt sind wir uns 100% sicher, dass wir weiter was reinkriegen. Ja. Ist ja kein Wunder, sie machen unter uns, machen sie einen auf Baustelle, sie wollen die Wohnung frei haben, dass da nicht nur einer reinguckt, damit sie doch weiter begasen können. Oder weiter auf eine Anlage reinstellen, die dann oder einfach nur was reingießen. Nach oben Ausgas, Waschbenzin oder irgendwas und wir atmen es ein. Ne? Das muss es im Moment gar nicht sein.
so und dazu haben wir natürlich auch keine Lust mehr. Und jedenfalls werden sie es so gemacht haben und mit dieser heimtückischen Krankheit, die man auslösen kann, wahrscheinlich durchs Medikament auch, die man bei mir aus und bei meiner Frau ausgelöst hat, weil ich habe ja spätestens ab 3 Jahren habe ich ganz harte Medikamente gekriegt, wahrscheinlich auch schon Heroin und alles, weil man wollte mich gefügig machen und man hat es dann nicht geschafft und dann wurde ich dann ab 4 Jahren in der Schule immer überall geschlagen. Vorher wurde ich natürlich auch immer hemmungslos von Peter und Ingrid geschlagen und von Andel, von der Verwandtschaft, von Opa und Oma und alles, also die meine, ist ja nicht meine richtige Verwandtschaft. Bekannte, die haben mich dann auch immer vorgenommen und dann wurde ich immer von den Kindern geschlagen und hat man so versucht, mich zu brechen. Nichts anderes. Weil man es einfach mit den Medikamenten nicht hinbekommen hat, das ist mir heute klar. Und mit der Verstrahlung meines Hirns, weil man wollte nicht zu doll verletzen, weil man braucht ja meinen Kopf. Und nur deshalb möchte ich nochmal sagen, wir sind da keine Helden, nur deshalb haben wir überlebt. Mit DDR-Bürger haben sie das ganz anders gemacht. Wir haben sie noch den ganzen Kopf gelöscht, das war denen doch egal. Genau. Aber uns braucht die wirklich unsere Intelligenz und Wissenschaft geleistet. Und unser Entschuldigung über das bisschen Verkehr und vor allen Dingen auch unseren Charakter und unser Organisationstalent und unsere Leistung in der Organisation und Leitung von Betrieben und sowas brauchen wir nicht. Weil ich nehme heute an, dass ich auch unter Hypnose immer war und dann war ich eben der Vorzeigeparteinik, der dann aus Berlin kam und dann geholfen hat vor Ort, mit dem man sich überall unterhalten konnte, der sich auch hingesetzt hat und meine Bockwurst mit denen gegessen hat, mit den Arbeitern und mit den Ingenieuren und so und auch mal einen Witz gemacht hat und so. Und so bin ich eben und bin eben ein ziemlich lustiger Typ und ich finde auch Lösungen und man kann mit mir auch fachlich über alles reden, weil die Bildung, die zumindest damals da war, jetzt auch was braucht. So haben sie dann vielleicht so getan, als wenn das irgendwie ein SED-Genosse aus Berlin ist, der da hilft. Weil das Schlimme war, man hat sich immer als Genosse angeredet, überall. Da hat man sich ja nicht frei gedacht, das werde ich auch nicht unter Hypnose berichtet haben, weil ich wurde überall als Genosse angeredet. Habe ich gar nicht drauf gesehen. War nicht eine Partei, aber das wollte ich nochmal dazu sagen, weil ich wollte nicht hier in Frankfurt unbedingt an Rollstuhl gehen. Und wie ich zu mobil wurde mit meiner Frau, sehr, sehr bullig und vorstellig wurde bei der Staatsanwaltschaft, weil es war genau, also meine Frau war ja den ganzen Monat August im Gefängnis. Und da wurde ich so bullig im August und war auch manchmal so anders, mal hier und da, darüber möchte ich nicht reden. Und dann selbstverständlich bei der Staatsanwaltschaft vorstellig und so, weil keiner wusste, was warum meine Frau gekommen ist. Ja, das, wenn das man nicht auch ein DDR-Staatsanwalt war, sag ich mal so, ne, weil sie sind überall, leider. Das kriegt man heute nicht mehr raus und das war denen zu viel. Und deshalb haben sie dann einfach entschieden, als wir dann noch beim Wohnungsamt waren im September, nochmal direkt nach einer Wohnung nachgefragt haben und dann auch Angebote bekommen haben und man hat sich bemüht, bin ich überzeugt von heute. Wir haben das bloß nie gekriegt, weil das kam eben schon nicht mehr mit der Post an und wir kamen nicht mehr hin. Ich konnte mit Mal nicht mehr laufen. Und meine Frau war dann angeblich noch da, aber wir zweifeln dann, dass meine Frau nochmal da war. Aber man kann einem in der Diagnose sagen, dass er da war und dann geht einfach wieder nach Hause und dann ist erledigt und war nicht da. Zwei Menschen auf einmal zu hypnotisieren ist schon ein bisschen schwieriger als einen, weil die Charaktere von jedem Menschen auch anders sind. Wir sind auch Mann und Frau und glücklicherweise sind Mann und Frau auch angenehm verschieden. So, das sind nicht alles so eine Sache, das sind unsere Gedanken, das möchte ich mal stehen lassen. Auch das wird man mit anderen DDR-Bürgern so gemacht haben. Oder wenn man irgendwie so einen braucht, dann wird man immer Rollstuhl gewonnen. Denen ist es doch egal. Und diese schleichenden Krankheiten, man hat jetzt wirklich gewartet auf hier Dr. Senili, dass uns was passiert, deshalb ist er noch geblieben. Er wusste also genau Bescheid. Wir wussten noch nicht Bescheid und ich wusste nicht, warum es so war. Und ich dachte, das wäre auch ein bisschen die Aufregung mit der Polizei. Und ich dachte eben, das wäre auch was, weil ich die ganze Nacht recht im Ohr hatte. Und diese Vergiftung, ich kannte diese Vergiftung. Und das andere konnte ich nicht zuordnen. Ich konnte nicht zuordnen, dass wir einfach hätten was essen müssen. Wir haben einfach nicht ganz gar nichts essen können. Ich weiß jetzt noch gar nicht.
ich weiß gar nicht, wie wir noch los müssen, was der erste Pause ist. Ich glaube, wir hatten noch nicht mal was da. Nein, wir hatten, ja stimmt, wir hatten vorher auch nichts da. Ne? Wir waren wieder ein paar Tage nicht los zum Essen. Das haben sie genau abgepasst. Ja. Das habe ich auch nicht so verstanden, dass es einfach zu doll ist in der Wohnung. Dass sie wirklich schaffen, dass der mit Giften und so wieder so doll zu begasen, das auch nicht nützt, wenn man das Fenster aufmacht. In der Küche haben sie dann immer weit das Fenster aufmacht. Wir haben die anderen Fenster so gemacht, wie vorbeigehen. Reaktion erwartet und hätte ich da nicht immer Ferngespräche in die Toilette geführt und hätte man es nicht gehört, wären sie wahrscheinlich nicht reingegangen, weil sie von mir dann zu viel Angst gehabt haben. Ja. Nehme ich heute an, ich weiß es nicht, aber es ist jetzt gut, dass es so gekommen ist und es ist schlecht, dass wir so blamiert werden, das lasse ich mir nicht gefallen. Also, da will ich absolut keinen Genugtuung. Es gibt hier keinen auf der Welt, der sowas kann. Kein Land, keine richtig starke Welt, das ist nun leider so bei mir. Aber ich bin da ein bisschen anders und ich bin da sehr, sehr nachbar. Man kann mit mir alles machen, man kann mit mir über alles reden, man kann mit mir Fehler machen, noch was und so. Aber nicht sowas. Nicht mit Gewalt in eine Wohnung kommen, nicht als ich als Polizei rausgehen, nicht gar keine Rücksicht nehmen, was ich hatte, das interessierte sie gar nicht. Einfach die Toilette besetzen, obwohl nichts war. Sie einfach weiter besetzen, damit ich irgendwo meine Notdurft verrichten muss. Dadurch habe ich mir in der Hose uriniert und hab's nicht gerochen. Ich musste meine Urin anhalten und ich dachte, ich schaff's. Aber durch das Übergeben, durch diese Krämpfe und Schmerzen, habe ich nicht gemerkt, wie Urin ausgelöst wurde. Und das hat natürlich schön gestunken. Man hat ja auch so einen Druck gemacht, dass wir uns nicht trauten, umzuziehen. Und wir wollten auch zusammenbleiben, weil wir Angst hatten, man hypnotisiert uns. Und hätte der eine sich anziehen können und der andere anziehen können. Wir wussten auch nicht, was los war mit der Polizei. Und natürlich hatten wir schon saubere Kleidung gebraucht. Und wir hatten bloß keine warme Kleidung für die Wohnung. Wir haben keine andere Kleidung, die gab. Nur die war noch schmuddelig und die sah natürlich schlimm aus. Weil, ich habe ja schon mal gesagt, weil wir können nur noch an Schalen essen, kann nicht am Tisch. Das können wir auch schon jahrelang nicht mehr. Aber wir sitzen hier dann und so. Ja, jetzt sind wir ein bisschen welche dazugekommen. Ich breche auch ab, das mal. Ja, danke für die Aufmerksamkeit.